Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle, die mir jetzt da draußen zusehen. Wir haben ja zurzeit sehr besondere Umstände, die wir ja in den letzten Jahren noch nie hatten. Und wie wir jetzt als Schuhhändler oder wie ich jetzt als Schuhhändlerin darauf reagiere, würdet ihr jetzt in unserem nächsten Clip sehen. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Ich würde mich freuen. Bis nachher. Hallo liebe Eltern, und hier ist wieder Babette aus Leipzig vom Schuhvidoo. Ihr habt ja schon mitbekommen, wir haben jetzt ganz neue Umstände. Der Handel ist ja mehr oder weniger zum Brachliegen verdonnert. Und was ich mir dann sozusagen für meine Kunden in Leipzig oder speziell, wer uns alles kennt, ausgedacht habe, wie sagt man so, aus der Not eine Tugend machen, damit also das Geschäft jetzt nicht die nächsten Monate brach liegt und meine Kunden nicht fremd gehen, sondern auch nicht fremd kaufen, sondern einfach jetzt, dass die auf diesen gewohnten Service vom Schuhvidoo nicht verzichten müssen, haben wir uns also überlegt, dass wir sogenannte Schuhprobierpakete zusammenstellen. Probierpakete gibt es ja. Kosmetischer Bereich kennt man das ganz besonders. Wir machen das jetzt also so, dass wir trotzdem eine ausführliche Beratung per E-Mail oder per Telefon durchführen. Und aufgrund der Empfehlungen oder das, was die Eltern dann uns sozusagen mitteilen, stellen wir Vorschläge zusammen. Ich habe jetzt mal hier so willkürlich 2, 3 Ausdrucke euch mal mitgebracht. Also hier war zum Beispiel der Wunsch nach einem Spangschuh für den etwas kräftigeren Fuß vorhanden. Er sollte nach Möglichkeit robust sein. Wir fotografieren, also wir suchen die Modelle raus, fotografieren sie in unserer Fotobox. Das bekommt der Kunde dann zugeschickt per E-Mail. Wären also praktisch die Modelle, die er bei uns im Laden auch probiert hätte oder zur Anprobe vorgestellt bekommen hätte. Und nun ist es ja immer so, von den Vielzahl der Modelle, die man einem Kunden zeigt, nicht jedes kommt so rein optisch immer in Frage. Ja, also bitten wir dann immer die Kunden, dass sie das nach Möglichkeit markieren sollen. Das kann mit Kreisen sein, das kann auch wie hier mit Kreuzchen sein, Herzchen, wie auch immer. Manche beschreiben das bloß per E-Mail. Und wir gehen dann halt los und würden dann jetzt sozusagen hier diese Modelle dann zusammensuchen. Und genau diese 4 Modelle würden wir dann für die Kundin zusammenstellen. Entweder wir packen es in sogenannte Probiertütchen, sagen wir. Sieht dann so aus. Ne? Hier sind dann schon immer welche vorbereitet, die Kunden bloß abholen machen, brauchen zur heimischen Anprobe. Und wo dann sozusagen im Vergleich festgestellt wird, wie passen die Schuhe, wie kommt mein Kind damit zurecht, erfüllt das jetzt die Anforderungen, weil der Kunde bekommt jetzt von uns keine ganzen Paare, sondern immer einen rechten und einen linken Schuh. Ja. Ich sag's mal immer so, das ist auch für uns im Fachgeschäft immer das bessere Mittel. Ich meine, letztendlich lässt man die Kinder dann ja sowieso mit beiden Schuhen dann mal Test laufen. Aber gerade mal so im direkten Vergleich merkt man dann auch, da kann man der Mama dann immer sagen, gucken Sie mal, der sitzt besser, der sitzt nicht so gut. Ach, hier läuft das Kind aber ein bisschen blöd und das Abrollverhalten ist nicht schön. Und demzufolge ist das auch für die Eltern daheim dann immer ein gutes Merkmal, schon mal zu sehen, wie sieht's aus. Nach bestandener Probe wird uns Bescheid gegeben, bei welchen man also bleibt, und die werden dann gerne zugeschickt oder das Schuhmobil bringt sie vorbei. Also im Laden wird dann immer recht wenig abgearbeitet, sage ich mal. Hier laufen eigentlich immer so eher die formellen Dinge. Das Aussuchen, das Zusammenstellen, das Fotografieren, das Mailen und so weiter und so fort. Also viele Prozesse, die sozusagen im Hinterland ablaufen und die für uns natürlich sehr zeitaufwendig sind, weil wir uns wirklich anhand der Kaufhistorie auch eine ganz, ganz große Mühe geben. Ergänzt wird das Ganze dann immer noch mit passenden Söckchen oder Strumpfwaren. Ich zeige es jetzt bloß mal. Also wenn zum Beispiel jetzt wirklich Mädchen ist, was sehr viel auf Mädchenfarben steht, da würden wir dann also hier, ich sag mal, sowas oder sowas mit ins Paket mit reintun, auch ungefragt, wird natürlich mit vermerkt auf dem sogenannten Lieferschein, und dann können die Eltern immer noch entscheiden, nehme ich es oder nehme ich es nicht. Ich finde, es ist eine gute Sache. Es kommt auch super gut an jetzt hier in Leipzig, auch wenn wir teilweise mit Wartezeit arbeiten. Wie gesagt, wir geben uns Mühe,
Mühe braucht Zeit und das geht halt nicht so schnell wie zum Beispiel, ich sag's mal, Amazon und Co. Also bei uns dauert dann manchmal schon eine Anfrage einen Tag, ehe dann die Kunden oder die Eltern eine Mail von uns als Antwort erhalten. So, in diesem Sinne, wenn es euch interessiert hat, guckt doch mal bei uns auf die Homepage. Wie gesagt, auch da steht noch mal alles drinne. Facebook und Co. Wir sind dort immer präsent. Wir posten dann auch alles. Und ein Abo wäre auch nicht schlecht. In diesem Sinne, lasst euch nicht unterkriegen, bleibt optimistisch. Und wie gesagt, habt Ideen, damit ihr auch zeigen könnt, was ihr für eure Kunden macht. In diesem Sinne, bis später, bis zum nächsten Mal. Ciao.